Und damit dann hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ich bin gerade überlegen, wir sind super schwer beladen. Ich könnte es mit meinem Pferd ja näher an die Tür ranreiten und zum nächsten Händler gehen. Seid ihr jetzt bereit zu gehen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Was halt daran liegt, dass ich viel zu schwer beladen bin. Das soll nicht sein, Kummer sein. Aber euer Kummer war es, ich weiß. Dass wir viel zu lange nicht gespielt haben. Also lag halt wirklich daran, dass es mich so erwischt hatte und dann. Ja, ihr kennt das ja. Wir haben eine neue Stufe, habe ich gerade gesehen, ne? Also gehen wir nochmal auf Gesundheit. Ich hätte gerne irgendwas wie mit hier. Nicht die 3 Kapazität. Okay. Flinke Hände. Okay. Eine gute Sache. So. Müssen wir gucken. Ach ja, die waren ja gleich hier links, die ganzen Hände. Genau, das war alles mögliche verscherbeln. Jetzt muss ich mich jetzt auch erstmal wieder sortieren, ne? Dadurch, dass das so lange her war. Aber hier vorne ist es ja gleich, dass auch der Alchemist. Dann können wir uns auch noch was verkaufen. Das ist alles immer so abgeranzt hier. Ich habe mir mein Vermögen als Schiffskapitän erarbeitet. Sehr schön. Sehr schön. Aber jetzt das freut mich total nicht. Und jetzt lebt er ein ZB-Schleife. Das finde ich persönlich ganz. Also, ich finde es ganz lustig. Erschreckend. Dass es das halt wirklich gibt. Aber lustig, diese eine Seite ist halt beige. Dass sich darüber lustig machen, diese Leute, die alles in beige Tönen haben müssen, ne? Der Weihnachtsbaum, die Wohnung, die Klamotten, das Spielzeug der Kinder, alles in beige Tönen. Ist schon so ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen sehr abartig, dieser Trend, dass das Leute so toll finden. Ich würde mehr reisen. Gibt halt für alles Fans, ne? Krimskram, solche Sachen. Komisch, Leute. So, was haben wir denn hier? 14 Pfeile. Durch kann weg. Ah, na, der kann auch weg. Ich mag ihn zwar, aber. Ich werde ihn nicht benutzen, ich weiß es. Ich mag keine Streitkolben. Ah, die sieht gut aus, die Dietrische Rüstung. Ja. Die kann weg. Ja, das passt schon. Hast du irgendwas? Und ich nehme Heiltränke, falls du hast. Ja, ja. Genau, dann kriegst du noch von mir hier diese Stiefel. Was haben wir denn hier sonst noch? Ja. Okay. Danke, dass ihr hier ankommt. Geht uns besser. Ich bin nicht mehr ganz die Alte seit. Ihr braucht seit etwas? Genommen wurde. Seht es euch an? Was hast du denn? Einen guten Tag euch.
Ich weiß nicht mehr so recht, was ich mit mir anfangen soll. Sie fehlt mir einfach so das sehr. Bitte fahrt fort. Harte Zeiten für Kriminelle. Bei all den Morden. Drüben in Rifton wurde jemand ermordet. Hat auch schon eine alte Dame, die ein Waisenhaus geleitet hat. Das muss diesen armen Kindern. Oh ja, stimmt. Diese armen Kinder, die da total glücklich waren. Ich heiße Nils. Ich bin der Koch oben im Haus Kerstenschein. So. Hallo Nils. Man kann nicht nur die dicken Stämme ins Feuer werfen. Man braucht auch ein bisschen Kleinzeug. Ja, das glaube ich. Wartet er da vorne jetzt eigentlich noch auf uns oder nicht? Probieren wir es mal. Weiter. Bitte sag mir, dass das noch gilt. Natürlich nicht. Ihr solltet euch lieber beeilen. Ist das so? Fährt mit dem können. So, jetzt. Warten wir mal kurz darüber und dann passt das ja schon. Ja, ich hab vorhin. Vielleicht kurz bei der Nagelmaniküre. Ja, bei der selbst getätigten. Habe ich irgendwie den einen Zehennagel etwas eingerissen, etwas weiter und. Das zeckt gerade ganz schön. Alter Schwede, ey. Das ist sowas immer, ne? Das sind immer so diese nervigen Sachen, die man immer so regelmäßig machen muss. Also gerade diese sowas, was ist hier, so ein Nägel schneiden und so, das erkramst. Ich finde das immer so mega nervig. Dann hängst du da und guckst du so, ach scheiße, Fingernägel schon wieder, so. Das sind so diese total unnötig ist es nicht. Muss es ja machen, ne? Aber es gibt auf jeden Fall coolere Dinge, als sich darum zu kümmern. Aber irgendwie muss man sich ja damit immer beschäftigen. Oh, die nehmen wir mit. Ob wir hier kriegen können? Ja. Warte. Die Minenarbeit ist ein hartes Brot. Das glaube ich. Aber wir zahlen einen anständigen Preis für das Erz. Gasthaus Düsterwald. Wo ist er denn jetzt? Ach, hier, ey. Ach, sie. Hallo. Armer Roggi. Es wird schön, ihm nicht immer dabei zuhören zu müssen, wie er über seine Schulden jammert. Roggi hat ein paar Dinge verpfändet, als er noch was zum Verpfänden hatte. Nehmt sie. Toll. Danke. Auf Wiedersehen. Danke dafür, dass ich jetzt wieder zu viel tragen darf. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ich bin ein Zauberlehrling und kein Pack. Tja. Ab heute nenne ich dich jetzt Packesel. Was hat das hier genau? Ist schon krass, ne? Die ist schon nicht verkehrt. Der Helm ist halt besser. Aber halt auch schwerer. Was haben wir denn hier noch? Ja, wir müssen eigentlich mal zurück zu unserer Siedlung, zu unserem Haus. Und diese Zutaten halt alle wegbringen. Das sieht ja echt ganz hübsch aus gerade hier, ne?
zurück. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Verdammt. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas für... Ja, tu dir keinen Zwang an. Wenn du gerne Vampire tötest, beziehungsweise gerne von ihnen getötet, gepiekst, gebissen wirst. Ja, wenn du sowas magst, dann wünsche ich viel Spaß und Freude dabei. Man soll ja immer Leute nicht aufhalten, ne? So Reisende und so. Mhm. Frage ich mich natürlich, warum wir mit ihm nicht reisen können. Ich habe jetzt eigentlich wenig Lust, nämlich mit unserem Pferd zu reisen. Aber das dauert dann wieder so lange. Soll ich euch mitnehmen? Ja. Wohin soll's gehen? Ich würde gerne nach Weißlauf. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Sehr gut. Wenn ich in Weißlauf bin, besuche ich immer den Gülden Grünbaum. Gerade in meinem Beruf schadet es nie, Kühner. Das hat schon Vorteile. So, hier mal kurz rein, weil hier kann man nicht alles in unser Häuschen packen. Was wir da so Schnickes haben. Ja, und halt auch mal unsere Kinder wieder besuchen, ne? Das ist ja auch wichtig. Wir haben doch jetzt zwei gehabt, ne? War das nicht so? Ich glaube, ich hoffe, wir haben beide, also das zweite hier auch an den richtigen Ort geschickt. Ich glaube ja schon, aber so richtig, richtig sicher bin ich mir nicht. Ja, das finden wir jetzt raus. Riesenheim. Ich habe wieder ein Zuhause und eine Familie. Doch, ich kann es gar nicht fassen. Hab Dank für alles. Mama! Hm? Was ist denn? Oh, hört auf, mich zu ärgern. Ja? Aber es ist doch noch nicht mal dunkel. Ja, Mama. Ja, ihr braucht etwas? Oh, kommt schon. Nur noch ein paar Minuten. Bitte. Mm-mm. Ja, Mama. Na, die hören. Das ist gut. So, da haben wir Amethyst und sowas drin. Ja, da haben wir so ein bisschen was von, ne? Biene im Glas. Ja, es wiegt halt alles auch was, ne? Warte, ein Golderz brauche ich. Toll. Ich habe jetzt, glaube ich, alles genommen, was ich hier drin hatte. Ach du Scheiße. Ja, immerhin, wenn wir das sehen, wir könnten alles Mögliche basteln, ne? Naja, immerhin. Da muss nicht mehr so viel.
ganzen Bücher halt, ne? Was haben wir denn hier? Was war? Ein Kriegshammer könnte ich oder würde ich jetzt eigentlich gerne verkaufen. Genauso wie das Stahlschwert. Ja, warten wir mal so ein bisschen. Aber den Rest machen wir dann morgen. Okay.